Hey Leute, was geht? Ich hoffe, es geht euch gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Heute sind wir hier für Ace. Ja, wir gucken uns deren zweites Album Undercover an. Das Ganze sind fünf Lieder, denke ich. Es ist Undercover, All I Want Is You, Do It Like Me, Mr. Bass und If You Hurt. Genau. Dafür haben wir ein Musikvideo für den Titeltrack Undercover. Und wir haben aber ein Lied, wo wir keine Lyrics zu haben. Saley. Damit werden wir auch anfangen, damit es direkt weg ist. Ihr wisst es, ich tue mich immer hochgradig schwer damit, wenn ich keine Lyrics oder kein Video, kein gar nichts habe, wenn es immer nur das Audio ist. Ihr wisst es, es ist einfach. Es ist sehr hart für mich. Naja, kenne ich die Lieder? Ich kenne Undercover. Ja, und ich weiß, dass ich es mag. Oder ich finde es zumindest okay. Die anderen Lieder sind mir alle unbekannt, deswegen bin ich sehr gespannt und freudig. Wir packen Undercover in die Mitte. Das heißt, es ist das dritte Lied, was wir uns dann angucken werden. Und ich würde sagen, wir starten direkt in All I Want Is You. Da es ja nur fünf Lieder sind, sollte dieses Video auch nicht allzu lang werden. Amazing, let's go. So, Freunde, hier sind wir mit All I Want Is You. Kurz Chan. Endlich ist der Junge auch mal da. Ey, what a joy. Aber, oh. Ihr wisst es, ne? June ist ja für mich einer der schönsten Menschen der Welt, ne? Der ist so gorgeous. Oh, ui, ui. Let's go. Okay, überraschenderweise ist das Ganze japanisch. I didn't know. I did not know. Okay, muss man sich natürlich reindenken. Ja. Okay, ja, dass sie stimmlich toll sind, ich glaube nicht, dass ich das sagen muss, außer sie stechen hochgradig heraus, weil Ace ist stimmlich einfach ein Powerhouse. Besonders June, Donghun und Chan sind amazing. Wow, und Byeongkwan haben auch ihre Momente. Es ist eine sehr, sehr talentierte Gruppe. Zum Lied, I mean, it's boring. It's boring and it's Japanese. Und es klingt wie jedes andere boring Japanese Lied. Ich meine ja nur. Ist halt auch einfach relativ lang, ne? Das ist natürlich auch ein absoluter Grusel. Ich meine, ich habe schon schlimmere Lieder gehört, so ist es nicht, ne? Und ich glaube, wenn wir Lyrics hätten oder ein Musikvideo oder irgendwie sowas, dann wäre das okay. Aber mir jetzt halt über 4 Minuten die hübschen Jungs hier anzugucken, wird halt auch irgendwann boring. Ich meine, ich liebe June in seinem Mock Turtleneck. Oh mein Gott. So pretty. Und ich mag diese Jacke. Und ich finde, wow, sieht auch super aus. Aber ich hätte gerne Lyrics gehabt. So sorry, ne? Oh, es klang jetzt, als würden wir in Rap übergehen. Das ist natürlich mal was anderes. Das ist gut. I'm sorry, ich soll auch nicht rüberkommen, als würde ich das ganze Lied hier komplett verabscheuen. Aber dadurch,
dass wir halt wirklich nichts haben, ne, was man sich angucken kann, zieht es sich unfassbar krass. Unfassbar. Wir haben jetzt noch fast 2 Minuten to go. Krank. Ich werde jetzt einfach mal eine längere Zeit einfach laufen lassen. Entschuldigung, ich habe gesagt, ich lasse längere Zeit laufen, aber jetzt Momente wie dieser gerade. Ich denke, das war June, aber sicher kann ich mir nicht sein. Wer auch immer es war, ich weiß, die Person kann es besser. Das Lied gibt denen einfach nicht so die Chancen irgendwie, keine Ahnung. Es ist zu understated, zu zurückgenommen, als dass man hier irgendwie komplett raushauen kann. Und das ist so enttäuschend. Dazu kommt natürlich auch, ne, dass ich All I Want Is You höre, ne, und ich direkt an Weihnachten denke. Ne. Das ist ja natürlich, das ist ein absolutes Me-Problem, absolut. Die Schuld gebe ich hier niemandem. Aber ich mag halt noch nicht so gerne Weihnachtslieder. Es gab eine Zeit in K-Pop, wo man ein ganz großes Problem damit hatte, zu kalkulieren, wie lang ein Lied sein soll und wie viel Recht es hat, je nachdem, wie lang zu sein. Mittlerweile haben wir auch ein Problem, weil die Lieder immer kürzer werden. Also man muss nicht unter 3 Minuten sein. Man muss aber auch nicht über 4 sein. Man muss den Refrain jetzt nicht nochmal hören. Es ist Unsinn. Es ist vorbei, wir haben es hinter uns gebracht und das macht uns doch auch alle sehr stolz. Wie gesagt, es ist keine absolute Katastrophe. Es gibt auf jeden Fall Lieder, die sehr viel schlechter sind als das hier. Absolut. Aber ohne Lyrics hat es schon einen schweren Start und dann ist es auch noch japanisch und dann ist es auch noch langsam und viel zu lang. Nee. Nee. Okay, dann gehen wir jetzt zu Do It Like Me. Ich bin sehr gespannt darauf. Was sagen wir zu den Bildern? Donghun, sehr hübsch. June von Natur aus. Ja, okay, let's go. Okay, selbstverständlich höre ich mir das hier lieber an als All I Want Is You. Das ist ja klar. Das ist ja schon mal klar. Ich verstehe irgendwie nicht so ganz, wohin die Reise mit Ace zu dieser Zeit hingehen sollte. Weil, ja, okay, nehmen wir jetzt zum Beispiel mein Lieblingslied von den Jungs, Effortless. Das ist amazing. Aber was ist die Farbe von Ace?
Ich habe das Gefühl, keiner weiß es so genau. Und das ist irgendwie so das Problem. Die sind stimmlich so unfassbar stark. Ich verstehe nicht, warum die nicht in so eine Richtung von B2B oder sowas gehen. Ich glaube, das hätte denen gut gestanden. Aber so sind die irgendwie so gewollt cool. I don't know. Das hier ist halt so ein bisschen wie Calling oder Kaktus oder so. Das sind alles so Lieder, die halt sehr in so eine Party-Disco-Richtung gehen. Und ich wiederhole mich immer und immer wieder. Ich finde, jede Gruppe hat ein Recht, ein paar Lieder dieser Art in deren Diskografie zu haben. Absolut. Aber warum hat Ace so viele und warum hat das so gar nichts mit dem zu tun, was deren eigentliche Essenz sein sollte? Die sollen sich an Balladen hängen. Aber gute Balladen, ne? Nicht so boring Sachen. Aber so gute Balladen. So richtig gute Balladen. Aber die weigern sich. Ich verstehe nicht, was der Sinn hier hinter war. Das gibt mir so ein bisschen so Billow P1 Harmony oder so die Anfangszeiten von SF9 oder so. Also Sachen, die einfach absoluterweise gar nicht passen. Die Jungs klingen ja okay, weil die halt super talentiert sind. Aber was ist das für ein Lied? Also. Ich weiß halt wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Dann ist das Lied ja nicht mal super lang, ne? Aber wir haben erst 2,5 Minuten gehört und es fühlt sich an, als säße ich hier jetzt schon ungefähr 35 Minuten. Krass. Ja, okay, ne, June Donghyun zusammen klang okay. Also, dass es so weit kommen würde, aber ich weigere mich, ein Lied auszusuchen, was ich besser fand von den beiden, die wir jetzt gehört haben. Ich weigere mich. Weigerung, absolut, weil das eine hat sich gezogen wie Kaugummi, das andere hat sich gezogen wie Kaugummi und beide hatten nichts mit dem zu tun, was Ace sein sollte. Ne. Okay, jetzt wäre eigentlich Undercover dran, aber da ich Angst habe vor den anderen beiden Liedern, die wir noch haben, ziehen wir die anderen jetzt vor, damit wir wenigstens auf etwas enden, von dem ich weiß, dass es nicht schlecht ist. So machen wir das. Das heißt, das nächste Lied ist Mr. Bass. Let's go. Yeah.
boom, boom, boom. Down to the boom, boom, boom. Was so serious. Oh, so she can be ear tender. You're so serious. No, 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 no. Basically ist das, was wir ja gerade hören, dasselbe wie das Lied davor. Ne? Also Mr. Bass und Do It Like Me könnten auch dasselbe Lied sein. No matter what you say, no matter what you think, not just what you can make it stronger. Don't you feel it? 조금 더 좁혀지는 우리 사이. Don't you feel it? 움직여 마음이 말하는 대로. Don't you feel it? Okay, also den Einstieg in den Refrain fand ich jetzt besser. Ich fand ihn schon mal besser. Ich glaube, dass ich das hier vielleicht ein bisschen besser finde als Do You Like Me. Aber hätte, also wirklich, hätte man mir gesagt, dass das Drehen dieses Videos so eine Qual ist, hätte ich es aufgeschoben. Die Stelle von June war gerade das erste Mal, dass die tatsächlich ein bisschen cool geklungen haben. Ich wünschte so sehr, dass ich nur so tun würde, als würde ich die Lieder nicht so gut finden, so wie das Lied ist suggeriert, aber... Ich meine, ja, von den drei Liedern, die wir bisher gehört haben, gefällt mir das ja am besten. Besserung, Freunde. Keine Ahnung, irgendwie, das fühlt sich halt auch irgendwie so lange an. Ich verstehe nicht, warum wir immer noch eine Minute haben. Nee, also so Time-Management kann Ace wirklich gar nicht. Wirklich gar nicht. Right here, right here, da kann man die mehr dreh. Right there, right there, 내가 다가갈게. Oh no. Oh, 여지 않지. No, 뒤돌지 못해 절대. Oh, 내가 나한테 예뻐해. Ist aber gerade kompletterweise was aufgefallen. Eigentlich muss ich total freudig sein über die Entwicklung, die die Jungs halt gemacht haben, ne? Von Liedern wie dem hier, es irgendwie zu effortless zu schaffen, ist ja eigentlich amazing. Eigentlich bin ich sehr stolz auf sie. Okay, also auf jeden Fall Mr. Bass das beste Lied aus dem Album bisher. Das sage ich. Da stehe ich hinter. Klar, die Competition, die war jetzt nicht die größte. Aber ein Win ist ein Win. Okay, dann das vorletzte Lied für heute ist If You Hurt. Ja, auch schon wieder fast 4 Minuten. Ey, 43, Mann, Leute. Neue Bilder. Mann, ey. Wow, okay. 네 눈앞에 내가 다시 나타나 너를 때 예전에 그때처럼 손을 뻗어 말하죠 늦어서 미안하다고 돼 돌아와서
겨우 너가 없는 나는 아무것도 아닌 것처럼 느껴지게는 거야. 우리가 아니면 내 머리를 도드람치는 행복한 기분 매일매일 생일같이 신나는 girl. 야, endlich mal ein Lied, was anfängt und ich sage, jo, das wird sich anhören. Also, ich fand Wows Rap gut, ich fand Chans Anfang gut. Ich will den Abend noch nicht vorm, nein, ich will den Tag nicht vorm Abend loben, aber hat Potenzial. Ja, also doch, das lässt sich anhören. Das ist ganz gut. Auch hier, ne? Kommt es an mein Favorite ran? Nein, natürlich nicht. Aber verglichen mit allem, was wir bisher gehört haben, ist das ja wohl eine Meisterleistung. Ich finde, sie klingen am besten hier. Ich finde, dass sie geht am ehesten in eine Vene, die halbwegs zu den Jungs passt. Der Text ist ganz gut. Yay. War der Refrain jetzt so ein bisschen repetitiv? Ja, schon. Aber nicht so krass wie die anderen Lieder, wie zum Beispiel Do Like Me oder sowas. Ne? Und es war wenigstens noch koreanisch und ich mochte die Melodie. Dementsprechend bin ich fein mit dem Lied. Ich muss auch sagen, ich finde Wow hier echt gut, weil der ist in den anderen Liedern sehr untergegangen. Ich hatte das Gefühl, dass die Leute, die also mit also um Längen mehr Texte bekommen haben, waren Jun und Donghan. Dann würde ich sagen Chan und dann die anderen beiden, also Wow und Byung-Kwan. Von daher, ich finde Wow hat hier das erste Mal die Möglichkeit zu scheinen und er nutzt die. Also er ist jetzt nicht mein Lieblingsrapper oder so, aber er macht das gut. Sorry, Freunde, ich war gerade gedanklich in einer komplett anderen Welt und war am Überlegen, was ich gleich noch drehen soll. Ja, doch, ich kann auch nichts anderes sagen. Mir gefällt das Lied. Ich finde, von allen, die wir bisher gehört haben, ist das ja auf jeden Fall am besten. Ich bin am Überlegen, ob ich das sogar gut genug finde, um es auf mein Spotify zu packen. Und das ist ein großes Lob. Yay. Wie gesagt, auf jeden Fall das beste Lied. Unter Umständen auch besser als Undercover, weiß ich jetzt gerade nicht. Muss ich mir genau angucken. Aber auch hier zu lang. Ne? Irgendwer hat keine Ahnung, wie lang Lieder zu haben sind. Zu haben sind. Zu sein haben. Ja, also von daher zu lang.
Gegen Ende hätte man das auf jeden Fall locker um 20 Sekunden mindestens kürzen können. Aber ist okay. Ist in Ordnung. So, und damit sind wir bei dem lang ersehnten letzten Lied aus diesem Album. Und zwar ist das natürlich Undercover. Wie gesagt, das kenne ich schon. Das Musikvideo ist mir aber unbekannt. Ich hoffe, es gefällt mir. Let's go. Ja, also vom Musikvideo her gibt es ja schon so ein bisschen, minimales bisschen Kaktus. Finde ich ja eigentlich ganz gut, aber ich bleib dabei, dass das halt einfach nicht so gut zu den Jungs passt. Findet ihr auch, dass das Lied so ein bisschen zerstückelt wirkt? Falls ihr das jetzt noch nicht meinen solltet, dann der Refrain ist auch nochmal anders. Es ist so schön, jetzt auch mal Chan in einem Video zu sehen. Ich freue mich total. Ist eine ganz verwilderte Hose, die Donghun da gerade anhat. Ein Grusel. Ja, also, kurz zum Lied. Ich finde das Lied okay, aber es ist wirklich ein Mischmasch aus irgendwie 15 verschiedenen Liedern. Und keins davon passt so super gut zu den Jungs. Ich finde das hier schon besser als Kaktus. So ist nicht. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit den besten Liedern aus deren ersten Album, die ja für mich Take Me Higher und Five Star sind, finde ich die aus dem anderen Album halt besser. Okay, can't you know how to get to old and make so high? Go get you. Chant me to the honest earth, the omnid, the non, the demi, and the little man, they can no competition. Go, hey, yeah, and take me status. Don't you tell ya, yeah, and you went down under. Das erste Mal, dass auch Byung-Kwan endlich mal auffallen darf. Die Frisur finde ich total süß irgendwie. Ja. Ja, den Teil fand ich ganz gut. Also die Transition fand ich jetzt gerade ganz cool. Die Blicke von Byung-Kwan finde ich interessant. Müssen wir mal genauer darauf achten. Weil, ey, guck mal, die sehen alle so anders aus vom Körperbau her. Crazy. Sieht man gar nicht so oft. Jetzt habe ich ein paar verloren. Ich bin momentan immer so auf der Suche nach Leuten, die halt so Attention commanden. Und ich bin gerade am Überlegen, ob es vielleicht Byung-Kwan ist. I'm unsure. Also ich meine, ich kann natürlich falsch liegen, aber es wirkt so, als würde Byung-Kwan den Takt oder sowas vorgeben. Also wenn der Tanzer dann sagt, bap, 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 bap oder so, so sieht das aus. Wild. Yeah.
Also, man muss ja auch ehrlich sein, ne? Ich finde, für das, was es ist, wurde das schon gut ausgesucht. Ne? Also von den Liedern, die zur Verfügung standen, ist das schon das Beste als Titeltrack. So ist nicht. Und ich finde das ja auch okay. Ich glaube, es ist auf meinem Spotify, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß nicht, ob es dort verweilen werden darf. Ja, aber verglichen mit den meisten anderen Liedern aus dem Album ist es schon noch ganz gut. Ja, ist okay. Ich muss es ja sagen, wie es ist, ne? June mit seinen, mit den Kontaktlinsen. Ey, er starrt mir in die Seele hinein. Okay, Freunde, kommen wir zu meiner abschließenden Meinung. Ich würde sagen, das beste Lied ist If You Hurt, dann Undercover, dann Mr. Bass. Ja. Und bei den anderen beiden, I'm so sorry. Die waren beide Schrott. Ja, abschließende Meinung, das Album war nix, wa? Das war nix. Also, das war nix. I don't know. Wir haben jetzt noch zwei Alben, die wir uns angucken müssen, also Mad Squad und The Butterfly Fantasy. Ich hoffe, dass da vielleicht was dabei ist, was dann besser ist. Gut wäre das, weil es ist immer eine Sache, wenn du eine Gruppe verfolgst, weil du die Leute sympathisch findest, aber du siehst selber, ja, so talentmäßig sind die in der Mitte so, ne? Wenn dir dann die Musik nicht gefällt, dann ist es so, ja, was soll man machen? Aber wenn man halt eine Gruppe hat, bei der man halt weiß, durch Cover und so weiter und so fort, dass die fucking amazing sein könnten und dann können die nicht abliefern. Das ist immer hart zu verkraften, muss ich sagen. Naja, das war's. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne alles, was ihr mir sagen möchtet, in die Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bye!